Ihr Lieben, habt ihr Lust mal auf ein schnelles Lachsgericht mit Avocado? Ich höre mal ein deutliches Ja. So, das sind ja tolle Avocado. Gott sei Dank, ja. Ich habe immer so eine Ersatz-Avocado am Start. Und die wird das geschält. Schau mal her, das geht ganz gut. Man kann da wirklich schön die Haut abziehen. Ne? Also es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Aber so mit dem Abziehen ist ganz gut. So, und wenn die schön abgezogen ist, dann machen wir so eine, ich nenne es mal so, grobe Guacamole. Und diese grobe Guacamole findet folgendermaßen statt. Die Avocado, boah, das ist eine schöne Avocado, mein lieber Herr Gesangverein. Die kommt in die Schüssel rein. Dann kommt zu der Avocado ein bisschen was für meinen sensationellen Vanillemeersalz. Ja, hier tausende Male verkauft. Bisschen geschroteter Pfeffer, das ist ein Muss. Und jetzt wird das Ganze so ganz grob. Oh, warte mal, das müssen wir anders machen. mit einer Gabel zu stoßen. Aber wenn man keine ordentliche Gabel hat, macht man das so. Schau mal her, ich gebe da jetzt einmal mit den Handschuhen rein und mache das so ganz grob, ja? So ganz grob gemanscht, ja? Ohne viel Schnickschnack, sodass die Avocado so ein bisschen rustikal weich wird. Dann kommt dazu etwas Hüttenkäse und meine hausgemachte, hey, ich muss das immer wieder sagen, meine Köche, die lachen schon immer, eine hausgemachte Chilisauce, ja, mit Mango, die gibt's in dem Buch, ja. Ja, by the way, übrigens, alles, was ihr im Versand kauft, alles mit einem Buch, ist versandkostenfrei. Ich wollte es nur mal sagen. So, Salz, Pfeffer haben wir drin. So, und es wird jetzt so ganz grob unterhoben, so, oder umgerührt, so ganz grob, nicht, gar nicht so fein mischi-maschi-muschi, sondern nur so ein bisschen, okay? Jetzt brauchen wir Lachs. Und der Lachs, schau mal her, so schön wie er ist, wird dünn aufgeschnitten. Mit einem guten Messer. Ja, das ist hier mein Rösle-Laserschwert. Und wenn der dünn aufgeschnitten ist, der Lachs, dann wird schon angerichtet. So, und das Anrichten funktioniert wie folgt. Schau mal her. Das ist nicht großartig umgerührt. Lasst es ruhig mal so ein bisschen rustikal. Das kommt dann auf den Teller. Ich will ja gar nicht unbedingt immer diese Monstermansche. So, dieser dünn geschnittene Lachs kommt hier oben drauf. Ist er noch bei mir? Ja. Ben, du musst lauter Ja sagen. Ja, volle Kanne. Volle Kanne. Ja, klar. Zitronensaft drauf, ja. Der Zitronensaft gart auch gleich so ein bisschen das Eiweiß von dem Fisch. Dann kommt noch ein bisschen was von dem Vanillemeersalz drauf. Und jetzt, seid ihr bereit? Okay, komm, Preisfrage, was ist das? Heiße Butter. Ja, das ist heiße braune Butter. Und die kommt hier rüber. Hey, wir haben vor dem Dreh gesagt, ja, sagt der Bernd zu mir, er produziert das Ganze. Christian, bleib ruhig. Ich kann aber nicht ruhig bleiben, weil es ist so endgeil. Ja? Also der Lachs ist jetzt sensationell. So, und das ist ein Gericht, schönes Brot dazu. Und er sagt, oh, ja, ich habe so viel Butter drin. Hey, die ist doch gesund, die Butter. Blitzrezepte. A la Henze, guten Appetit. Und das, ihr müsst das nachkochen. Einverstanden? Schönen Salat dazu, Gläschen Weißwein und hello. Guten Appetit. Thank you.